Ja, hi, mein Name ist Robin Böhm. Ich wollte euch heute eigentlich nur ganz kurz zeigen, wie einfach man Bootstrap aktuell in ein Angular 2-Projekt einbringen kann. Und zwar habe ich mir dafür gerade ein frisches Projekt mit der Angular CLI generiert und habe dabei einfach diesen Flag-Style SAS benutzt, um mir direkt den SAS-Support mit zu aktivieren. Ich benutze hierbei die Version, ich glaube, Webpack Beta 8. Genau, ist aktuell die Version Webpack Beta 8. Also diese Version und folgende Webpack-Versionen sollten das eigentlich genauso einfach können, wo ihr dann im Prinzip einfach mit dem ng-new R2 Bootstrap mit SAS-Teils erst euch mal ein nacktes Angular 2-Projekt generieren könnt, was dann im Prinzip mit SAS arbeitet. Da habt ihr generell noch keinen Bootstrap drin. Wenn wir uns jetzt mal den Build einfach gerade mal anschauen und mal kurz auf den Webserver gehen, der mitgeliefert wird, können wir da sehen, dass diese App im Prinzip jetzt komplett nackt ist. Es ist einfach das, was das Angular CLI uns aktuell generiert. Wenn wir jetzt aber hierzu noch Bootstrap hinzufügen wollen, können wir an der Stelle super einfach mit einem npm install uns Bootstrap installieren. Ich wähle hierbei die Version 4 in der Alpha 3. Die ist nämlich schon komplett in SAS geschrieben. Das heißt, die können wir auch gleich mega einfach importieren. Während das jetzt hier installiert, gehe ich schon mal kurz in meinen Source-Folder und auf meine Style- und SAS-Datei. Und die ist für die globalen Styles zuständig, unter anderem einen globalen Style wie Bootstrap. Und da kann ich jetzt super einfach mit einem Import-Statement sagen, ja, mit einem, nein, nicht Import-URL, sondern mit einem Import-Statement sagen, alles klar. Ich möchte bitte von dem Ordner einen drüber, Node Modules, Bootstrap, SAS CSS, die Datei Bootstrap importieren. Und diese Bootstrap-Datei liegt in meinem Node Modules-Ordner, wo im Prinzip die ganzen Subimports eingetragen werden. Ich kann die also auch separat einzeln importieren, möchte ich aber vielleicht in diesem Fall jetzt gerade nicht, sondern ich möchte Bootstrap komplett benutzen. Wenn ich das dann importiert habe, gibt es hier auch schon im Prinzip, klar, ich muss mein ng-serve einmal neu starten. Könnte schon sehen, wenn ich das Ding jetzt neu kompiliere, dass dann mein Webserver sofort die Sachen mit Bootstrap ausliefert. Das erkennt man daran, dass die ersten Stylings, ihr seht schon hier, die Schrift hat sich geändert. Und wir können da jetzt auch relativ einfach, wenn wir mal in unsere App-Component gehen und hier ein paar Erweiterungen machen, zum Beispiel, ich mache einfach mal einen Div mit einem Alert Warning. So einer typischen Bootstrap-Klasse, Hallo Welt, kann ich da jetzt schon sehen, dass ich da die Alerts habe und kann mit denen direkt arbeiten, bekomme da schon die Bootstrap-Klassen dabei und natürlich ist auch das ganze Gütesystem drin. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Row mit callXS 4 dreimal generiere, kann ich da jetzt zum Beispiel A, B, C reinschreiben und kann auch sehen, dass das Grid-System an der Stelle sofort funktioniert und drin ist. Ja, finde ich ziemlich einfach, finde ich einen ziemlich guten Job, den die da gemacht haben mit der CLI. Genauso einfach lassen sich übrigens auch andere JavaScript-Bibliotheken importieren. Ihr müsst die eigentlich nur per npm installieren, ordentlich importieren, in TypeScript halt mit Imports. Aber Bootstrap ist so eine Sache, die immer wieder gefragt wird. Darum wollte ich das euch an dieser Stelle mal kurz zeigen. Ja, vielen lieben Dank. Das war's auch schon. Wenn ihr weitere Informationen braucht und wollt, geht doch einfach mal auf angularjs.de. Da werde ich regelmäßig weitere Tipps zu Angular 2 veröffentlichen. Danke euch, bis bald.